Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es ist auch auf meinem Kanal, was heißt auch auf meinem Kanal, ist es ein bisschen ruhiger geworden die letzten Tage und Wochen. Ich sag einfach mal, das ist eine unbeabsichtigte, spontane kleine Sommerpause. Es steht einfach an Anschaffung gerade nicht so viel bei mir an, deshalb habe ich jetzt nicht so viele Videos, die ich hochladen kann. Da ihr trotzdem aber ein bisschen Stoff bekommt und Material bekommt, gehe ich einfach mal mit euch ein paar Sachen durch, die ich euch aus der Reihe einfach mal ein bisschen vorstellen möchte. Sachen, die wir schon länger bei uns im Regal stehen haben, aber die vielleicht den einen oder anderen kleinen aufmerksamen Blick mehr verdienen. Und deshalb fangen wir damit einfach mal heute mit einem kleinen Special-Video an. Special-Video. Und zwar mit diesem guten Stück. Das ist die Alien Quadrilogy Box mit Figur. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Edition tatsächlich heißt. Jedenfalls sieht man hier das Alien-Ei, um das sich ein Alien-Warrior kämpft. Es sieht cool aus, aber natürlich weiß jeder Alien-Fan, dass das jetzt nicht so... Oh, jetzt ist gerade arg Wackelkamera-Optik. Dass das jetzt hier nicht wirklich das ideale Größenverhältnis ist. Also die normale Alien-Figur ist deutlich, deutlich größer wie die Alien-Eier und nicht umgekehrt. Aber insgesamt finde ich, ist das Ding ziemlich cool aufgemacht. Das ist alles natürlich bloß irgendwie Plaste, das ist ganz klar. So eine Sachen müssen auch irgendwo immer noch bezahlbar sein, deshalb kann man jetzt nicht irgendwie ständig irgendwie Holz und Metall oder irgendwas verwenden. So sieht das Ding von der Seite aus. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen in eins von den Overview-Videos gezeigt, von den Filmboxen, glaube ich, da war es auch kurz zu sehen. Aber ich dachte, ich gehe es mal komplett ein bisschen mit euch durch. So sieht es von der Seite aus. Also die Figur ist schon ziemlich cool gemacht. So, da die Hände noch, wie es rumgreift, das alte Vieh. So, wer so ein bisschen Rauschen im Hintergrund hört, draußen wird noch das Wohnzimmer und der Flur gesaugt. So sieht es von unten aus. So, und hier kommt dann die Figur wieder zum Vorschein. So. Also ein ziemlich geiles Ding. Und da sind natürlich auch die Filme drin. Und die sind hier unten in diesem viereckigen Podest eingefügt. So, wir suchen mal das Fach. Das ist hier. So, jetzt wird es gerade ein bisschen lauter draußen. Ich glaube, das wird mit Absicht gemacht, um ein bisschen rumzustänkern, weil ich gesagt habe, dass ich jetzt irgendwie mal ein kleines Video aufnehme. So. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch verstehen. So, das ist die Blu-ray-Box. Da sind die Scheiben dazu drin. Die waren in diesem Fach hier unten drin. So. Jetzt wird noch gegen die Tür geschlagen mit dem Staubsauger. So, hören wir das aufklappen. Hier ist eine Alien drin. Dann der zweite Teil. Dann der dritte Teil, dann Alien Resurrection, so, dann die erste Bonusscheibe, die zweite Bonusscheibe, nochmal Alien, auf DVD glaube ich jetzt, genau, Aliens die Rückkehr auf DVD, Alien 3 auf DVD und Alien 4 auf DVD. So. Ja, hier ist alles drin, was das Herz eines Alien-Fans begehrt. Hier ist noch ein kleines Booklet drin. Da ist zum Beispiel aufgeführt, was alles an Bonusmaterial mit bei ist.
Dann ist hier noch so ein Flyer irgendwie mit bei. Ja. So, dann stopfen wir das mal wieder hier alles rein. Ich mache kurz das Zimmer etwas dunkel und dann zeige ich euch, was dieses Ding sonst noch kann. Bis gleich. So, das Zimmer ist jetzt etwas abgedunkelt, daher auch die plötzlich sich verschlechternde Bildqualität. Aber um zu zeigen, was diese Box sonst noch kann, musste ich es etwas dunkler machen. Und was sie sonst noch kann, seht ihr jetzt, wenn ich den entsprechenden Knopf dazu finde. So, leuchten kann sie nämlich. Wenn man zwei Batterien unten in den Boden reintut, leuchtet dieses Ding und das sieht ziemlich cool aus. Hat so ein bisschen Lava-Charakter. Ja. Dadurch, dass das Licht jetzt aus ist und das so hell leuchtet, erkennt man den Rest der Figur überhaupt nicht mehr so richtig, aber die habt ihr ja eben schon gesehen. Ja, das würde ich euch eben nochmal eben zeigen. Mehr habe ich zu dieser Box auch nicht so wirklich zu sagen. Sehr schickes Ding, sehr geile Filme. Ich glaube, da erzähle ich euch nicht viel Neues. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne hier abonnieren, den Kanal, einen Kommentar hinterlassen oder auch nicht, wie ihr möchtet. Ja, und das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.